Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, nachdem wir in der letzten Zeit viele Ausstellungen und Fremdtreffen besucht haben, also zumindest ihr virtuell auf diesem Kanal, kommt nun mal wieder was Handwerkliches und ja, wir basteln heute. Um was es geht, nach dem Intro. Und wie soll das anders sein? Wir sind hier wieder am Begrasen. Aber erstmal ein paar Worte überhaupt zu dieser neuen Serie, die jetzt auf meinem Kanal startet. Wir hatten ja Projekt Steinbruch, Projekt Possendorf, Projekt Hirschberg. Ich will jetzt nicht schon wieder irgendein neues Bahnhofsprojekt anfangen. Deshalb wird alles, was wir jetzt hier machen, was nicht mit diesen genannten Projekten zu tun hat, unter dem Begriff Bastelabend zusammengefasst. Das heißt also, ich fahre zu meinem Kollegen und er baut was, ich baue was und ich schwenke dann immer hin und her. Ja, was haben wir hier vor uns? Das ist auch ein Bahnhof der Windbergbahn, der eigentlich eher spontan entstanden ist, weil einfach die Modulkästen übrig waren. Die waren mal für was anderes geplant. Und da entsteht hier der Haltepunkt Klein-Nauendorf. Ja, Haltepunkt, weil es eben im Personenverkehr nur ein Haltepunkt war. Das zweite Gleis ist ein Umsetzgleis. Da war ein Kohlebergwerk dran, zu dem wir dann auch noch kommen, während hier Gleisbauarbeiten stattfinden. Das Gleisbau ist das gleiche wie im Bahnhof Possendorf. Also 3D gedruckte Schwellenbänder, Gleise und Weichen und Code 60 Profil von Beko, was hier gerade eingezogen wird. Wir werden uns heute erstmal nur um die Bastelei kümmern, während hier weiter Gleisprofil eingezogen wird. Was die Vorbilder angeht, vom Hermannschacht und vom Haltepunkt Klein-Nauendorf, das werden wir uns mal in einem der nächsten Teile etwas genauer anschauen. Ja, von der Methode her ist hier wird gerade das Schwellenband verklebt. Na, das wird also oft das Holz, das ist übrigens Balsaholz, was hier unten drunter ist. Also es gibt ja keine Korkschicht, wie es also viele Modellbahner machen. Die gibt es hier bei uns nicht. Liegt doch einfach daran, dass wir sie, naja, das ist hier eine Nebenbahn, also da sind 40 km/h im Vorbild und es gibt hier schlichtweg keine Lärmentwicklung, die man irgendwie rausbringen müsste. Na, also selbst auf der Hauptbahn ist das bei uns nicht notwendig, dass wir hier irgendwelche Dämmmaßnahmen machen müssten. Ich glaube, viele Modellbahner bräuchten es auch nicht, während ich hier zum Hintergrund mal wieder ein bisschen begrase und hier Leim aufbringe. Also viele Modellbahnen bräuchten es auch nicht, einfach aus dem Grund, weil die beste Lärmdämmung ist vorbildgerechte Geschwindigkeit. Und wenn ich da sehe, wie oft da auf anderen Anlagen die Züge da herumrasen, dann muss man natürlich ein bisschen Lärmschutz betreiben. Aber das braucht man hier nicht. Ne? Deshalb das Balsaholz, weil es sich leicht bearbeiten lässt. Und da wird halt die Schiene draufgeklebt. Und die Profile, die wir jetzt gerade gesehen haben, die sind halt dafür da, dass jetzt die Schwellenbänder richtig in der richtigen Position verklebt werden. Ja, werden wir jetzt hier wieder im Schnelldurchgang sehen, wie ich hier die Leimtupfen aufbringe und dann begrase. Von der Methode her, also wir sind jetzt wieder zurück beim Grasen, ne? Von der Methode her, habt ihr das schon ein paar Mal gesehen bei mir? Ihr werdet es jetzt im Rahmen dieser Serie auch noch wahrscheinlich oft sehen, denn das ist ja so ein bisschen meine Hauptaufgabe, hier zu begrasen und zu filmen. Es sind immer, also die Leimpunkte werden dann Grasbüschel
Dann wird abgesagt, wenn's oder abgeklopft und dann abgesagt. Und ich bearbeite das dann, wenn es fest ist, nochmal intensiv mit dem Pinsel, dass wirklich jedes Faser, die eben nicht so richtig fest ist, dann noch abfällt und auch wieder verwendet werden kann. Und wir, naja, das, wenn es dann abgesagt ist, sind es dann eben, jeder Leimpunkt ist ein Grasbüschel und da wo Lücken sind, wird mit einer leichten Farbänderung, na, also die wird dann eine andere Mischung gemacht. Also bei mir kommen ja sowieso keine reinen Fasern drauf, die, na, die jetzt so direkt aus der Tüte kommen, sondern es wird immer gemischt. Und mit der leichten Farbänderung wird dann also die nächste Schicht, also nicht Schicht ist es ja nicht, ne? Also werden die Lücken gefüllt und so, dass es eben so dicht ist, dass man irgendwann mal da von einer Wiese sprechen können. So, wir sind jetzt hier zwischenzeitlich wieder im Landschaftsbau angekommen und zwar sozusagen jetzt nicht Landschaftsbau, wie ich es gerade betrieben habe, sondern naja, das Relief wird hier geformt. Also erstmal wird hier Schaumpolsterroll aufgeklebt und das wird dann noch nachher in Form gebracht. Die Farbe, die jetzt hier steht, die ist also eher jetzt als Gewicht, damit das auf dem Holz klebt. Ich habe auch hier jetzt mal ein bisschen schneller gedreht, damit ihr alles seht und die Sequenzen jetzt auch nicht so langatmig werden. Na, wenn das ja über 5 Minuten geht, dann könnte es etwas trist werden, das Ganze. Dann sind wir wieder beim Gleise verkleben mit einem Kleber, mit einem Kraftkleber eines bekannten Kleberherstellers. Die Gleisprofile sind jetzt auch wieder dafür da, um die Schwellenbänder richtig in der richtigen Position zu halten. Ja, dieser Kleber ist eigentlich kein Kleber, sondern das ist 3D-Druckharz, ne? Transparenter 3D-Druckharz, der jetzt hier belichtet wird und dann natürlich aushärtet. Und also jetzt auch die Schwellen hier miteinander verbunden werden, die ja im Vorbild dann eine lange Schwelle sind bei diesem Gleiswechsel. Ja, deshalb ist die Spritze ja auch so mit, ist die auch umklebt, ne, damit er nicht in der Spritze schon aushärtet. Dann haben wir hier noch ein schönes Gerät, das ist also der Proxon Schaumpolsterroll Schneider, na, wo also dann ein Draht erhitzt wird und wir dann schneiden können, wenn er heiß ist. Sehen wir jetzt hier und auch das drehen wir ein bisschen schneller. Ja, so schnell zieht das bitte bei euch zu Hause nicht durch. Ich glaube, das wird dann nicht funktionieren. Ne? Das ist also, wie gesagt, etwas schneller gedreht. Ja, dann gibt es die große Sauerei. Ne? Da ist, wird jetzt hier verschliffen, da dann natürlich viele kleine elektrostatisch aufgeladene Kunststoffteilchen wegfliegen, die jetzt nicht so sonderlich angenehm sind, aber wo gehobelt wird, beziehungsweise wo geschliffen wird, da fallen Späne. Das ist einfach hier dafür gedacht, dass wir das Gelände eben schön dreidimensional hinbekommen. Hier ist übrigens im Vorbild verläuft da
eine Straße oder damals wahrscheinlich eher ein Weg. Heute ist es eine Straße, wo man mit einem Auto lang fahren kann. Ja, auch hier noch ein bisschen angeschrägt das Ganze. Ich habe dann, damit es nicht so langweilig wird, diese Schleifarbeiten, naja, dann noch ein bisschen beschleunigt, ne, damit wir jetzt nicht hier minutenlang Schleifarbeiten sehen. Hier wird auch noch ein bisschen Landschaftsrelief erarbeitet. Bis am Ende dann natürlich die Grundform der Landschaft auch fertiggestellt ist. Zurück zu meinen Begrasungsversuchen. Ja, ich habe jetzt hier einen trockenen Pinsel, mit dem ich jetzt versuche, also auch das ist natürlich ein bisschen schneller gedreht, versuche die losen Fasern noch zu lösen. Also der Leim hat jetzt hier abgebunden. Das ist, glaube ich, auch also ein paar Tage später. Und nachdem, naja, ich die Faser gelockert habe, wird dann nochmal abgesagt. Man kann das bei der Anlage ist ein bisschen schwierig, auch beim Modul kann man das dann für Hochkant stellen. Und ja, man hat dann da jetzt. Dann saugt es auch ein bisschen besser. Ne? Also auch beim Pinseln fällt dann einiges schon ab. Und das ja, kämpft man ja dann immer so ein bisschen gegen die Schwerkraft an. Und das ist nicht unbedingt immer günstig. So, das ist jetzt also so ein, naja, der Zwischenschritt. Die Lücken, die jetzt hier noch sind, die sind Absicht. Wir sind ja hier schließlich an einer Kohlegrube. Da ist es also nicht so sonderlich, das Klima nicht sonderlich gesund. Ich habe mich aber nicht getraut, jetzt hier noch irgendwie mit schwarzer Farbe. Wir werden ein bisschen Pulverfarbe noch reinmachen und mal sehen, was da passiert. So sieht es also jetzt erst einmal als Zwischenstufe aus. Haltepunkt hat inzwischen seine braune Grundfarbe bekommen. Na, die Gleise, da müssen natürlich erstmal die Profile noch fertig rein. Die kriegen dann noch ihre Farbe mit Airbrush. Und ja, da wo dann die Erde hinkommt, da haben wir das erstmal braun, damit das Weiß nicht durchschimmert. Ja, hier haben wir jetzt einen Schritt übersprungen. Und zwar sind wir hier schon wieder am Absaugen. Vorher haben wir allerdings hier die langen trockenen Fasern draufgebracht. Das ist ein Schritt, den ich leider nicht mitgefilmt habe. Allerdings unterscheidet der sich nicht also von dem, was ich sonst so mache. Also auch wieder Leimpunkte und dann eben mit längeren Fasern, die so ein bisschen einen trockeneren Ton haben. Da einfach drauf begrasen. Ja, das sind dann halt die, sozusagen die Blüten von den Gräsern. Und ich bin jetzt hier wieder inzwischen wieder am Absaugen, um dann halt, naja, sozusagen die Endversion des Ganzen darzustellen. Ich habe hier in der Ecke sind dann so ein bisschen ein paar blaue Blüten. Ich werde dann keine weiter reinmachen, weil hier in dem Fall, wie gesagt, Kohlegrube. Na, da kann man froh sein, dass da überhaupt was wächst. So sieht es dann im Foto, im, naja. Am Ende aus, also so soll es dann auch bleiben. Ja, und ich hoffe, wir sind nämlich jetzt hier beim letzten Bild. Ich hoffe, der erste Teil dieser neuen Serie hat euch gefallen. Der zweite ist
quasi auch schon gefilmt, den muss ich da noch schneiden und der kommt dann irgendwann demnächst. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus und schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von dieser neuen Serie auf meinem Kanal haltet.